Guten Tag zusammen. In Anlehnung oder als Weiterführung meines letztjährigen FOSGIS-Vortrages über Spitzengespräch und dem Aufbau des Kontaktes zur Bundesregierung möchte ich mal an dieser Stelle einen Überblick geben, was sich inzwischen geändert hat, was wir eigentlich schon an amtlichen Daten verwenden dürfen, können. Und vor allem auch, was wünschenswert wäre und vor allem auch über noch die zahlreichen Missverständnisse zwischen OpenStreetMap und der amtlichen Seite. Ja, was verwenden wir eigentlich an Geodaten? Eigentlich macht eigentlich jeder, ohne eigentlich drüber nachzudenken, GPS-Signale. Das sind eigentlich amtliche Daten der amerikanischen Regierung, die für alle zur Verfügung stehen. Inzwischen selbstverständlich. Vielleicht möchte ich mal noch kurz an die Zeit vor dem Jahr 2000 erinnern. Da waren eigentlich diese zivilen GPS-Signale eigentlich für nichts zu gebrauchen, weil die wurden künstlich auf plus minus 50 Meter verschlechtert. Und wenn man da an der Ampel stand mit einem GPS-Gerät, dann konnte man so richtig auf dem Display sehen, wie der Wagen auf einmal rückwärts fuhr, links in den Wohnblock rein, dann wieder quer auf die Kreuzung auf der anderen Seite. Bloß mal noch so zur Erinnerung, bis im Jahr 2000 auf Beschluss des Präsidenten die damalige Verschlechterung abgeschafft wurde. Und erst dadurch ist eigentlich die Nutzung mit den Freizeit-GPS-Geräten für unsere Zwecke möglich. Gut, OpenStreetMap gibt es seit 2004, hatte keinen Einfluss auf die Anfangsgeschichte. Dann, wenn man mal in die Nachbarländer schaut, in Frankreich können die Katasterdaten offiziell für OpenStreetMap-Zwecke verwendet werden. Gestern hatte der Jochen Topf auch ein schönes Beispiel. Da gibt es ganze Geisterdörfer, die Häuser stimmen, aber nirgends eine Straße. Fehlt einfach, weil es gibt Leute, die haben sich halt zur Aufgabe gemacht, pro Tag ihre 1000 Häuser reinzuhauen. Egal wie, egal ob vorher schon was da war. Das sieht man in manchen Städten, dass da vielleicht schon mal 10 Gebäude, Rathaus, Kirche, schon mal da waren, wurden einfach wieder überbügelt durch einen Import ohne Rücksicht auf das bereits Vorhandene. Landnutzungsdaten gehören in Frankreich auch dazu. Wurde gestern auch schon ein Bild gezeigt, natürlich mit dem Effekt, dass unter Umständen die Sachen ziemlich ungenau sind und die Waldgrenzen nicht mehr stimmen. Dann was Erfreuliches aus Österreich, da darf also das amtliche Luftbild in höchster Qualität, wir reden da so von Größenordnungen 12,5 bis 25 cm Auflösung, darf also verwendet werden. Das zuständige Ministerium freut sich sogar sehr darüber, wenn es verwendet wird, weil die wollen eigentlich die Daten selbst nutzen. Das ist wirklich erstaunlich. Die Aussage war, als es um diese Diskussion ging, CC by SA oder ODBL, was wird zukünftig? Die Aussage des Ministeriums war eigentlich nur, sagen Sie, wie Sie es brauchen, wir machen es so. Möchte man mal da sehr lobend erwähnen. Gut, Hintergrund ist natürlich, dass in Österreich durch diese Datenspende vom Kompass Verlag sehr viele Straßen reinkamen, die teilweise gar nicht in der Form existieren, 20, 30 Meter Abweichung und. Also auf den ersten Blick sieht eigentlich Österreich toll aus. Auf den zweiten Blick, jetzt wenn man es mal wirklich gegen amtliche Daten vergleichen kann, tun sich in einigen Gegenden wirklich Abgründe auf. Ja, dann die
gibt es noch die bayerische Vermessungsverwaltung. Die hatte, da war ja schon letztes Jahr, wurde das allgemeine 2 Meter Luftbild wirklich völlig frei gegeben. CC BY kann man für alles Mögliche verwenden, kann man auch als Fototapeten ausdrucken, verkaufen. Man muss nur unten drunter schreiben, dass es von der Bayerischen Vermessungsverwaltung ist. Da kam noch ein klein bisschen was dazu. Und dieses Jahr gab es einen Wettbewerb, Apps für Deutschland. Da wurden auch Geodaten bereitgestellt, aber dazu gleich mehr. Nochmal kurz zu Bayern ist eigentlich die Folie vom letzten Jahr. Neu wurde jetzt dazu, sind jetzt dazugekommen Verwaltungsgrenzen, ein paar Freizeitwege, das nutzen einige Mapper, um ihre Relationen auf den aktuellen Stand zu bringen. Dann noch ein DGM 200, also ein Höhenmodell mit einem Raster von 200 Metern. Hört sich auf den ersten Blick für einen Außenstehenden toll an. Aber in gebirgigen Gegenden kann man eigentlich damit nichts anfangen. Da sind also die SATM-Daten noch deutlich genauer. Die haben eine Gitterweite von 90 Metern, was so frei erhältlich ist. Und natürlich dann, was interessant sein könnte, zum Beispiel die TK50, natürlich mit Einschränkungen. Man darf es sich anschauen, man darf es sich für private Zwecke ausdrucken, aber auf keinen Fall was in Richtung OSM übernehmen. Aber sie haben es halt mal dazu genommen. Ja, jetzt zu dem Wettbewerb Apps für Deutschland. War eigentlich ein großer Open Data Wettbewerb, Start letztes Jahr, Anfang November, Preisverleihung war jetzt gerade auf der CeBIT. Unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministeriums. Man wollte einfach mal Erfahrungen sammeln. Das Ganze kam auch mehr aus der Open Data Szene, also Open Knowledge Foundation war da sehr mit involviert bei der Organisation. Man hat anschließend festgestellt, irgendwie 90% aller eingereichten Apps, sei es jetzt für Handys oder irgendwas im Internet, hat irgendwas in Form von Karten verwendet zur Visualisierung, wobei eigentlich das ursprüngliche Geodatenangebot, das war also sehr, sehr bescheiden. Da gab es so Sachen wie Altglas-Container in Berlin, aber nicht ganz Berlin, sondern nur Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Bremen hat eine Liste aller Parkbänke. Die Standorte der netten Toiletten, also die haben ein anderes System, keine normalen öffentlichen Toiletten, sondern Gastronomen oder Geschäftsinhaber bekommen einen bestimmten Betrag, dass sie halt ihren Aufkleber an die Tür machen, jeder kann auf die Toilette, der muss. Und dann natürlich noch sowas wie Hundekotbehälter, also keine Hundekot-Tütenspender, wo sich hier einige wahrscheinlich so als Kultobjekt drüber freuen, sondern die haben auch ein anderes System, weil die haben festgestellt, Hundekot-Tütenspender sind in der Pflege sehr, sehr teuer. Man muss es ständig nachfüllen, die Tüten verschwinden gleich im 20er-Pack, weil irgendjemand seine Frühstücksstolle drin einpacken will. Und dann hat man halt als psychologisches Druckmittel für die Hundehalter halt ganz normale Abfallbehälter drauf aufgestellt, wo nur draufsteht Hundekot. So, was macht man natürlich mal mit den Daten? Man schaut sie sich mal an und das Ergebnis war also wirklich erschreckend. Die Altglascontainer, die standen weiß Gott wo, irgendwo in Kleingartenanlagen, irgendwo im Haus im Hinterhof. Sehr selten, dass mal irgendwas richtig gestimmt hat. Und wenn man mal genauer sich's angeschaut hat,
Ja, die haben das einfach sich nur anhand Straße, Hausnummer georeferenziert. Dazu von einem externen Berater, der hat dann irgendeine API untergejubelt, die im Hintergrund in ihrer Beta-Version wieder auf die Google-API zugegriffen hat. Und eigentlich, was man mit Google georeferenziert, darf ja nur zur Anzeige in Google-Karten verwendet werden. Also Kraut und Rüben. Inzwischen wurde es allerdings geändert. Der Sachbearbeiter war sehr nett und dann haben wir halt mal gemeinsam zwischen Weihnachten und Dreikönig diese Standorte mal wirklich richtig georeferenziert durch Luftbildauswertung. Bremen, Hundekotbehälter, genauso schlimm, größte Abweichung 700 Meter, weil der stand irgendwo in einer langen Straße in der Mitte. Derjenige, wo das mal so, dem man gesagt hat, er soll das mal georeferenzieren, hatte irgendwie keine Lust, hat es halt nicht gefunden, hat er halt einfach einen Straßenanfang genommen. Bei Kreuzungen, Trefferwahrscheinlichkeit 25%, dass es im richtigen Quadrant steht. Und der absolute Höhepunkt war, das habe ich leider erst nach Wettbewerbsende festgestellt. Ich habe da so 167 Standorte mal überprüft, die veröffentlicht wurden. Dann habe ich eine Ausschreibung entdeckt, Leerung von 250 Hundekotbehältern. Da fehlen natürlich etliche. Dann habe ich mal spaßhalber nachgefragt und bekam dann zur Antwort, ja, wir haben die Daten mal 2008 erfasst und sie wurden seitdem nicht mehr gepflegt. Und sowas wird 2011, 2012 in den öffentlichen Open Data Wettbewerb gegeben, nur dass irgendwas an Geodaten da ist. So sieht leider die Situation mit amtlichen Geodaten hier in Deutschland aus, mal übertrieben gesagt. Ja, dann gab es doch noch einen kleinen Lichtblick. So kurz vor Weihnachten wurde so ganz still und heimlich Maps4.de eingestellt. Das ist also eine Art, soll so eine Art amtliches Google Maps geben. Google hat ja inzwischen die Nutzungsrechte an den amtlichen Geodaten erworben, auch an den amtlichen Luftbildern, dass man eigentlich jetzt sagen kann, das, was man jetzt bei Google Maps sieht, Karte ist schon, das sind schon die amtlichen Daten. Luftbilder werden im Moment noch nach und nach ausgetauscht. In einigen Gegenden sind sie schon da, in anderen sind es noch die alten, wo sie anscheinend noch Nutzungsrechte haben von den üblichen Lieferanten, also GeoContent, Digital Globe, irgendwo mal AeroWest. Ja. Und damit, ich sage jetzt einfach mal, damit nicht die gesamte öffentliche Verwaltung jetzt für irgendwelche Geodatendarstellungen auf Google Maps umschwenkt, haben also die Vermessungsverwaltungen, ADV, haben also ziemlich innerhalb eines Jahres ein Projekt aufgesetzt, wo sie eigentlich so automatisiert wie bei uns, ähnlich wie MapNIC, aus den ALKIS- und ADKIS-Daten teilautomatisiert eine Karte erstellen. Ja, da freut man sich natürlich, wenn sowas in einem Open-Data-Wettbewerb bereitgestellt wird. Aber natürlich im Kleingedruckten eigentlich, man darf es privat oder kommerziell verwenden, kostet nichts. Aber auf dumme Nachfrage haben die natürlich dann mal die Nutzungsbedingungen mal noch etwas konkretisiert. Es ist ein Open-Data-Wettbewerb, man darf es aber auf keinen Fall zur Aktualisierung der OpenStreetMap-Daten verwenden. Und wenn man es verwendet für irgendwas anderes, dann auch nur im Rahmen des Wettbewerbs. Wie gesagt, Open-Data werden einige Schritte gemacht, aber Open-Geodata, da liegen nochmal zwei Größenordnungen Komplexität dazwischen. Zwischen dem, was sich die Open Data Community vorstellt und zwischen dem, was sich die amtliche Seite unter Open Data vorstellt. Ja, dann natürlich
Es juckt natürlich in den Fingern. Man hat sich vorher natürlich schon mal angesehen und da ich eigentlich auch schon mit den anderen Wettbewerbsdaten mal Qualitätskontrolle gemacht habe, kam halt so jetzt einfach die Idee, man dreht den Datenfluss mal um. Man nimmt einfach wettbewerbskonform deren amtlichen Daten in den Hintergrund und legt einfach mal so eine Art OpenStreetBugs drüber und lässt jetzt einfach mal die Community drauf los, weil das Wertvolle ist eigentlich nicht die Anwendung, sondern das Wissen der Community. Da haben ungefähr so 20 Mapper mitgemacht in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen, weil nur diese vier Bundesländer haben sich dazu entschlossen, ihre Daten für den Wettbewerb bereitzustellen. Innerhalb von 2 Tagen kamen 500 Fehlermeldungen. Inzwischen sind wir jetzt so bei 1112 Fehlermeldungen. Wobei es ist natürlich klar, wir gehen da im Moment auch nicht volle Pulle ran, sondern sagen einfach mal schwerpunktmäßig, was man machen könnte. Und wenn man das mal, ich sage mal jetzt einfach mal, aufs ganze Land hochrechnen würde, wäre eigentlich katastrophal. Ich habe jetzt hier gerade mal so eine kleine Anwendung. Wir sind seitens der oder diejenigen, die aus der Community mitgemacht haben, das war klar, das läuft eigentlich vollständig außerhalb OpenStreetMap, nur mit eigenem Wissen, keine OpenStreetMap-Daten verwendet. Und wer Lust hatte, konnte mitmachen. Und wir waren auch so großzügig, dann einfach zu sagen, wir stellen einfach diese Fehlermeldungen den entsprechenden Ämtern ohne jegliche Einschränkung zur Verfügung. Sie können es gern verwenden, um Ihre Datenbestände zu überprüfen und zu aktualisieren. Und vor allem, es ist wirklich erschreckend, wenn ich mir zum Beispiel hier diesen Weg vornehme. Der kommt wirklich, ich habe im Liegenschaftskataster nachgeschaut, ich habe auch bei der Stadt Baden-Baden nachgefragt. Ja, das war vor über 50, weit über 50 Jahren, als dieses Gebiet gebaut wurde, hat man halt da so eine Schneise freigehalten mit der Idee, da mal irgendwie Treppen durchzumachen. Ja, geriet wieder in Vergessenheit, aber war halt in den amtlichen Daten noch als Verbindungsweg, Verbindungstreppe gekennzeichnet. Geht natürlich so den amtlichen Weg bis zum Landesvermessungsamt und kommt dann natürlich da in die Liste rein. Es gibt auch zum Beispiel ja, Häuser, die aus unerfindlichen Gründen fehlen, obwohl sie schon seit 10 Jahren dastehen. Natürlich auch den umgekehrten Fall, dass irgendwo schon was vor 10 Jahren abgerissen wurde, steht aber immer noch drin. So, jo, aber die ganze Aktion hatte einen erfreulichen Nebeneffekt. Ich wurde also vom Präsidenten des Landesvermessungsamtes Baden-Württemberg zu einem privaten Gedankenaustausch eingeladen. Er wollte auch mal unsere Sichtweise kennenlernen. Und netterweise ist er auch gleichzeitig noch Vorsitzender des Arbeitskreises Geodaten der ADV. Geobasisdaten der ADV. Also unser, ja, wie will ich es nennen? Ich sage es einfach mal, Protest ist also genau an der richtigen Stelle gelandet. Ja, jetzt nochmal zum Thema amtliche Daten. Einfach mal die Frage möchte ich jetzt hier einfach mal in den Raum stellen. Irgendwie.
Irgendwie hängt es jetzt alles. Nee. Ja, egal, das war eh die letzte Folie. Was sind eigentlich die Erwartungen der Community an die Nutzung amtlicher, ja, Geodaten? Man war ganz erstaunt, als ich dort gesagt habe, sowas wie dieses, ja, wie dieses amtliche Google Maps, also zukünftig Webatlas, wird Ende des Monats freigeschaltet zur privaten kostenlosen Nutzung. Firmen können gegen einen Pauschalbetrag von 120 Euro pro Jahr das intern nutzen. Also man hat da jetzt schon sehr moderate Preisvorstellungen. War man ganz erstaunt, als ich gesagt habe, ja, ich würde es als tertiäre Informationsquelle verwenden. Man hat sich irgendwie vorgestellt, das wäre doch was für OpenStreetMap, kann man schön abgleichen, aber ich sage jetzt, wenn ich diese Fehlermenge sehe, also jetzt nicht nur in der Gegend, wo ich wohne, auch in Nordrhein-Westfalen, auch am Bodensee, in Rheinland-Pfalz, sogar in Wiesbaden in Hessen. Die haben zwar eigentlich nicht mitgemacht, aber die haben ihre Grenzpolygone nicht so ganz scharf gemacht, sondern halt schön geschwungen. Und da waren halt noch 5 Kilometer Wiesbaden drauf, aber das hat auch schon gereicht für 30 Fehlermeldungen. Da sage ich natürlich, was wir in OpenStreetMap reinnehmen oder übernehmen, sollte irgendwie nachvollziehbar und kontrollierbar sein. Also jetzt nicht irgendwie wild, weil da irgendwie ein Waldweg ist, schon längst zugewachsen, aber steht noch in der amtlichen Karte drin. Wenn man dann nur hingeht und malt halt ab, weil an der amtlichen Karte ist, dass es genauso aussieht wie die amtliche Karte, dann ist das irgendwie nicht mehr OpenStreetMap. Sondern man sollte sich in der Gegend auskennen, man sollte es gesehen haben oder auch anhand eines wirklich aktuellen Luftbildes einwandfrei identifizieren können. Deshalb stelle ich jetzt hier einfach mal in den Raum so die Reihenfolge. Primäre Daten, wirklich das, was man sieht, eigene Tracks, wo ich selbst entlang gelaufen bin, entlang gefahren, sekundäre Daten, Luftbilder in hoher Aktualität und hoher Qualität, am besten perfekt georeferenziert und wirklich tertiär irgendwelche bearbeiteten amtlichen Daten, wo ich eine Möglichkeit habe, die anhand anderer Quellen nochmal gegenzuprüfen. Da könnte man vielleicht nachher noch in der Diskussion kurz drauf eingehen. Jo. Das war's. Danke für Ihr Interesse. Ja, danke für den, ich sag mal, ernüchternden Einblick in die zur Verfügung gestellten offenen Geodaten, den amtlichen. Fragen? Kurze Frage zu den Hundekotbehältern. Ja. Von wem wurden die damals denn erfasst? War das ein öffentlich gefördertes Arbeitsbeschaffungsprogramm oder waren das wirklich amtliche Daten, die von den Vermessungsverwaltungen selber erhoben werden mussten, weil das ist ja oftmals die Frage, bei Open Data werden ja zahlreiche Daten zur Verfügung gestellt aus unterschiedlichsten Quellen und viele kommen aus diesen geförderten zweite Arbeitsmarktprojekte, wo man irgendwie ein großes, tolles Projekt drum macht und sagt, wir erfassen zum 500. Mal irgendwie die Rampen für behindertegerechte Restaurants oder. Wie war das in dem Falle, wo die großen Abweichungen waren? Von wem wurde das recherchiert und zur Verfügung gestellt? Das war Umweltbetrieb Bremen. Also wirklich ein
ja, eine öffentliche, also, oder eine Behörde. Es hat mich selbst erstaunt, dass die Daten so schlecht waren, weil die haben zum Beispiel, also die setzen ein GIS-System ein, die haben Profis im Hause, die nutzen das zum Beispiel für ihr Grünflächenmanagement, wo die Daten standen auch zur Verfügung. Die Daten haben wirklich auf einen Millimeter gestimmt. Die hatten da wirklich am Friedhof die ganzen Wege, die Flächen, die gemäht werden müssen, Baumgruppen, wo was geschnitten werden muss, einfach um ihre Arbeit zu planen. Mit den Daten wird gearbeitet, die waren wirklich perfekt. Die haben das dann mal irgendwie für die Müllabfuhr, die haben dann irgendwie gesagt, hier könnt ihr mal die Daten erfassen, haben dann irgendwie eine Standortliste bekommen und da wurde halt, ich sage es einfach mal, jemand rangesetzt, der keine Lust hat. Man hat es auch gemerkt, es war unterschiedlich. 10% der Daten, die haben wirklich, wirklich perfekt gestimmt auf den Meter. Da hat allenfalls mal jemand so einen Behälter mit so einer, mit so einem grauen Kasten für die Briefträger, wo die ihre Sendungen zwischenlagern, mal verwechselt. Weil es halt direkt eins nebendran war, aber der andere graue Kasten war halt größer. Es war recht unterschiedlich und man hat halt wirklich gemerkt, mit den Daten wurde nicht mehr gearbeitet. Weitere Fragen? Ich kann da ansprechen. Nein. Es ist eine Aufzeichnung nicht drin. Arbeiten hat, dann kann man die Studenten schon mit seiner Stimme begeistern. Sie haben einen südwestdeutschen Blick ins Ausland gewagt, französisches Kataster. Ja. Mich würde interessieren, was Sie denn zu den Beschlüssen des holländischen Katasters oder was uns bevorsteht am 1. Mai zu den Beschlüssen der Landesvermessung in Finnland sagen. Manche Leute, die vielleicht den Webblog aus Sachsen lesen, Sie könnten da diese Informationen bereits besitzen, aber ich wäre gespannt, ob Sie das schon kommentiert haben. Nein, dazu kann ich leider nichts sagen. Ich wohne in Baden-Württemberg und konzentriere mich natürlich auf mein Umfeld beziehungsweise mit der, ich nenne es einfach mal Lobbyarbeit, natürlich auf Deutschland. Das heißt, wenn ich mal irgendwie über den Zaun blicke, natürlich vorwiegend im süddeutschen Raum, weil für Norddeutschland oder jetzt sogar, ich sag mal, Niederlande, Finnland, da fehlen mir einfach die Kontakte. Ich nutze den Hinweis eigentlich auf die, wie es bei unseren Nachbarn aussieht, eigentlich nur als Argumentationshilfe, was machbar wäre, wenn die Politik wollte.